Meine Damen und Herren, wir werden uns heute noch einmal mit der Fehlerrechnung, mit der Unsicherheit von Messergebnissen beschäftigen, aber nicht mehr die ganze Stunde, sondern dann mit dem ersten Kernpunkt dieser Wintersemestervorlesung beginnen, nämlich mit der Mechanik. Jetzt sind wir also gerüstet dann, dass wir dann uns damit wirklich auseinandersetzen können. Heute muss ich leider sagen, dass wir für Sie keine Versuche haben, aber morgen schaut die Geschichte wieder anders aus. Also generell, das werden Sie sowieso sehen, bemühen wir uns immer, jedes neue Gebiet mit entsprechenden Experimenten so einzuführen, dass man von experimenteller Erfahrung herkommend das dann nachher eben entsprechend aufarbeiten können. Aber heute werden wir mit der Mechanik so einfach beginnen, dass zunächst einmal gar keine Illustration durch Experimente notwendig ist, erst morgen dann. Also jetzt noch zur Fehlerrechnung. Und da hatten wir ja letztes Mal darüber gesprochen, wenn wir eine einzige Messvariable haben, die man halt mehrfach misst und dann möchte man wissen, wo liegt man, Positionsparameter, Mittelwert und wie groß ist die Streuung, Standardabweichung, relative Standardabweichung. Was aber in den meisten Fällen dann tatsächlich passiert ist, dass man eine zusammengesetzte Größe messen möchte. Einfaches Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt letzte Woche, die Geschwindigkeit. Weg durch Zeit. Und man muss also dann Wege, also Längen messen und Zeiten messen, um die Geschwindigkeit zu erhalten. Beide Messungen werden im Allgemeinen mit Fehlern behaftet sein. Und die Frage erhebt sich dann natürlich, wie groß ist dann die Unsicherheit des Ergebnisses? Denn letztlich wollen wir das ja wissen dann. Wie genau haben wir letztlich dann gemessen? Und Geschwindigkeit ist ein sehr einfaches Beispiel. Es gibt natürlich auch viel kompliziertere Beispiele, wie also ein Endresultat sich aus einer Anzahl von mehreren Einzelmessungen zusammensetzen lässt. Und wir wollen das zunächst einmal allgemein durchführen, beziehungsweise heute die wesentlichen Ergebnisse besprechen und dann auch anhand von konkreten Situationen die Auswirkungen auf die Auswertung von Messungen besprechen. Wir sprechen also über die Fehlerfortpflanzung. Im Englischen ist es weniger eigentümlich. Error Propagation. Aber Fortpflanzung weckt natürlich Assoziationen, die man bei den Fehlern eigentlich nicht erwarten würde. Also wir gehen davon aus, wir haben R, ein Messresultat. Und dieses Messresultat, das setzt sich also jetzt aus mehreren Messgrößen zusammen. X, Y, Z, das sind Messgrößen. Bisher haben wir nur mit der Messgröße X zu tun gehabt, jetzt haben wir halt ein paar solche Messgrößen. Und die zugehörigen Standardabweichungen nennen wir Sigma X, Sigma Y und Sigma Z und so weiter. Das sind also die Standardabweichungen dieser Messgrößen, die man ja ermitteln kann, indem man jede dieser Messgrößen eben oft genug misst und dann, so wie wir besprochen haben, daraus nicht nur den Mittelwert, sondern auch eben den Streubereich, die Standardabweichung ermitteln kann. Und jetzt ist also die Frage, wie schaut es jetzt mit der statistischen Unsicherheit von R aus? R ist also eine Funktion von diesen X, Y, Z und so weiter. Statistische Unsicherheit. Das ist jetzt die Frage, die wir da uns stellen wollen. Naja,
Und abschätzen kann man das Ganze sehr gut dadurch, dass man sich einmal überlegt, wie viel kann es denn maximal sein? Das heißt also, was wird passieren, wenn alle Wirkungen aller Fehler gleichsinnig sein werden, und zwar in der schlechtesten Richtung? Wenn man also zum Beispiel bei der Geschwindigkeit, wenn die Längenmessung eine Unsicherheit hat, dann wird meinetwegen die Länge um diese Unsicherheit zu groß angenommen, und die Zeitmessung, die wird dann um ihre Unsicherheit zu klein angenommen. Und weil das im Nenner steht, wird die Geschwindigkeit dann natürlich besonders falsch. Naja, das wird so nicht sein. Die Fehler werden sich teilweise kompensieren. Aber wenn man es also besonders vorsichtig abschätzen will, dann betrachtet man also den absoluten Größtfehler, indem man eben sagt, die Wirkung der Fehler der Einzelmessungen ist gleichsinnig. Und da wird also dann diese Unsicherheit dieses Messergebnisses R, das ist also dann hier als Sigma R bezeichnet, wird also jedenfalls kleiner oder höchstens also gleich sein dieser gleichsinnigen Wirkung. Ja, und da gehen wir davon aus, dass wir mit lauter Absolutbeträgen arbeiten, dass sich das also alles positiv zu Buche schlägt und diese Unsicherheit so groß wie möglich wird. Wir haben also da ein dr nach dx. Die erste Abhängigkeit, r abhängig von x, mal dann eben diesem Sigma x, was ja auch eine positive Größe ist, die Standardabweichung. Und entsprechend geht es dann weiter, wieder plus Betrag von dr nach dy mal Sigma y. Und so geht das dahin über alle diese einzelnen abhängigen, also unabhängigen Variablen, von denen das r eben abhängig ist. Absoluter Fehler, weil es eben kein relativer Fehler ist in Prozent, sondern ein absoluter Fehler als Standardabweichung in der gleichen Einheit wie die Größe selbst. Größtfehler, weil da überall die Beträge stehen. Und eine teilweise statistische Kompensation dieser verschiedenen Fehler hier nicht berücksichtigt wird. Dass ich da dieses runde D geschrieben habe, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären. Das haben Sie schon vom Herrn Delago gehört. Wenn eine Größe von mehreren Variablen abhängt und man nachschaut nur danach, wie sich es gerade nur mit der einen Variablen ändert, dann schreibt man eine partielle Ableitung. Also das ist an sich eine einfache Sache. Die Änderungsrate mal dem entsprechenden Sigma x ergibt dann eben die entsprechende Unsicherheit aufgrund von dem Sigma x und entsprechend hier und alles positiv zusammengezählt. Naja, das ist natürlich der Größtfehler, der absolute. Das ist an sich nicht immer das, was man haben will, denn da schätzt man schon etwas zu großzügig ab. Letzten Endes, durch Angabe relativ großer Fehlerbereiche schenkt man ja auch einen Teil seiner Aussage wieder her. Nicht? Da bemüht man sich, so gut wie möglich zu messen und möchte dann letzten Endes den Fehlerbereich so eng wie möglich halten, aber natürlich im Rahmen der richtigen Abschätzungen. Daher ist das also etwas, was ich jetzt anschließend dann noch etwas verbessern wollen. Aber trotzdem möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit hier jetzt schon zeigen, und das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Größtfehler hier erwähne, dass mit Hilfe dieses absoluten Größtfehlers von R man sich sehr gut helfen kann mit einer einfachen Abschätzung für den Fall, der häufig eintritt, dass dieses zusammengesetzte Messresultat R sich als ein Potenzprodukt von den einzelnen Variablen x und y und so weiter darstellt. Also ein wichtiger Spezialfall, auf den wir das jetzt anwenden wollen,
ist der Fall des Potenzproduktes. Produkt. Und da ist es dann so, dass also dieses R in diesem Fall eben gegeben ist als ein Vorfaktor A, groß A, mal x hoch a, mal y hoch b, mal z hoch c und so weiter. Das ist jetzt ein Spezialfall einer allgemeinen Abhängigkeit, die natürlich komplizierter sein kann, wo auch Exponentialfunktionen und trigonometrische alles Mögliche drin sein kann, not klarerweise. Nicht alles, was so gut und teuer ist, kann so normalerweise vorkommen. Das ist ein einfacher Fall. Aber der Fall ist also schon sehr wichtig, weil eben solche Fälle wie zum Beispiel die Geschwindigkeit davon betroffen ist. Also Beispiel, damit Sie sehen, warum das also wirklich wichtig ist. Die Geschwindigkeit v ist also Weg durch Zeit und das ist s hoch 1 mal t hoch minus 1 und damit ein Potenzprodukt. Und das können Sie mit vielerlei Sachen haben. Also in dem Fall sogar kommen nur 1er und minus 1er vor da oben. Aber natürlich in manchen Fällen, wenn Sie zum Beispiel an die kinetische Energie denken, das wird Ihnen sicher aus der Schule noch ein Begriff sein, mv Quadrat halbe. Hat das jemand schon mal gehört? Ja, na gut. Aber wir werden das natürlich genauer besprechen, keine Sorge. Aber schön, dass sich also ein gewisser Hintergrund gegeben ist. Also da kommt das V zum Beispiel schon quadratisch vor. Nicht? Und das, da muss man dann aufpassen. Aber wieder hat man auch dort ein Potenzprodukt. In vielen Fällen tritt es auf. Deswegen ist dieser Spezialfall ein wichtiger Spezialfall. Und da können wir uns jetzt natürlich mit Hilfe unserer allgemeinen Formel, also das ist da jetzt nur ein Beispiel, um zu illustrieren, warum sinnvoll ist, sowas überhaupt als besonderen Spezialfall zu besprechen. Jetzt können wir da wieder diesen absoluten Größfehler uns ausrechnen und kommen damit dann, wenn Sie, wie Sie gleich sehen werden, auf den relativen Größfehler. Also rechnen wir uns jetzt dazu jetzt den absoluten Größtfehler aus. Das ist also Sigma R ist also kleiner gleich und das, was da jetzt rechts steht, ist dieser absolute Größtfehler, wenn eben das A, das R so festgelegt ist. Nun, da können wir natürlich anschauen, dass wir zunächst einmal dieses R jetzt nur noch x partiell ableitet. Na, was kriegen wir dann? Dann haben wir den Betrag, das soll ja Betrag sein, dr nach dx. Und da haben wir also a mal klein a mal x hoch a minus 1. Und dann geht es aber weiter. Die anderen Faktoren sind jetzt nur lauter konstante Faktoren. Also kommt dazu mal y hoch b mal z hoch c und so weiter. Ja, das ist also das dr nach dx. Nur nach dem wird abgeleitet, das ist ein konstanter Faktor, da haben wir a mal x hoch a minus 1 mal y hoch b mal z hoch c, ich glaube, das ist klar, mal Sigma x. Das kommt natürlich da jetzt als Faktor dazu. Naja, und dann geht es weiter, machen wir das vielleicht zur Sicherheit noch einmal, damit Sie sehen, wohin der Hase läuft. Wieder ein Betrag, und zwar jetzt der Betrag. Jetzt tun wir noch y differenzieren. Wieder der konstante Vorfaktor, dann haben wir, machen wir vielleicht, na schreiben wir her, x hoch a, das ist ja jetzt ein konstanter Faktor. Dann haben wir da b mal y hoch b minus 1. Und dann haben wir noch z hoch c und so weiter mal Sigma y. Und so geht das weiter. Und daraus kann man jetzt ersehen, dass man das in einer gewissen Weise verschönern kann, indem man schreibt, dieses Sigma R weiterhin kleiner gleich. Und jetzt fassen wir das in einer Weise zusammen, dass man das besser absehen kann, was da gemeint ist.
Also bei dem ersten Faktor, bei dem ersten Term, der da hier steht, da können wir da einmal noch mit x multiplizieren und haben dann wieder ein entsprechendes x hoch a. Also was schreiben wir da? Wir schreiben da, wir ziehen bei dem ersten das Betrag klein a heraus, dann multiplizieren wir da mit x, Betrag x, und was dann bleibt, ist a, das haben wir schon heraus, mal x hoch a, Moment, x ist falsch, hinunter wollen wir, 1 durch Betrag x schreiben wir, damit das jetzt wieder zu einem x hoch a wird. Also wir ziehen da ein 1 durch x heraus und da hinein müssen wir jetzt das x wieder multiplizieren, damit man keinen Fehler macht. Und was da jetzt überbleibt, ist der Betrag von r. Weil Sie sehen hier jetzt, das ist nichts anderes als a, dann das a haben wir herausgezogen, dann dieses x hoch a minus 1 machen wir zu einem x hoch a und haben das 1 durch x noch vorgenommen, y hoch b, z hoch c, da steht einfach r. Den ganzen Term können wir so schreiben, mal Sigma x. Und so geht es weiter. Schreiben wir den zweiten auch noch dazu. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir dieses klein b herausholen. Und zwar natürlich ist es im Betrag, Betrag b. Dann wollen wir da aus dem y hoch b minus 1 wieder ein y hoch b machen. Damit das aber stimmt, müssen wir vorhin wieder durch das y durchdividieren. 1 durch Betrag y. Dann haben wir über, was bleibt, ist a mal x hoch a. Das b steht da, mal y hoch b, weil das 1 durch y, damit das richtig wird, haben wir noch vorgenommen, mal z hoch c, steht wieder Betrag r mal Sigma y plus und so weiter. Also da kommt uns dieses r wieder hinein. Und das ist sehr günstig, weil damit können wir das leicht umformen und erhalten damit als Ergebnis den relativen Größtfehler. Und zwar deshalb, weil wir jetzt diese Beziehung, die da hier steht, links und rechts durch dieses Betrag r durchdividieren können. Und damit bleibt er uns über. Wir kriegen also jetzt das Sigma r durch den Betrag r. Und das ist wieder kleiner gleich. Und jetzt kommen wir von der Gleichung auf die eben nur, indem wir durch absolut r durchdividieren. Das steht ja in jedem dieser Terme drinnen. Also können wir es rausdividieren, nach vorne, nach links ziehen. Dann haben wir Sigma r durch absolut r. Und was bleibt jetzt? Ist also sehr übersichtlich. Wir kriegen da jetzt als Ergebnis, was da jetzt noch bleibt, dieses absolut a. Mal. Und dann haben wir Sigma x durch Betrag x. Mal Sigma x durch den Betrag von x. Plus und entsprechend da absolut b, dann das r haben wir rübergezogen, plus absolut b mal Sigma y durch Betrag y. Plus und so weiter. Das schaut vielleicht jetzt im ersten Moment unübersichtlich aus. Aber bei genauerer Betrachtung stellen Sie fest, dass das ausgesprochen übersichtlich und praktisch ist. Weil das ist also jetzt der relative Fehler des Gesamtergebnisses. Wir haben immer gesagt, wenn man die Standardabweichung durch den Wert durchdividieren, kriegt man den relativen Fehler in Prozent.
Das haben wir hier jetzt gemacht. Sigma R ist die statistische Unsicherheit von R. Wenn wir es durch R durchdividieren, kriegen wir die relative statistische Unsicherheit. Und schauen Sie, hier stehen die entsprechenden relativen Fehler der einzelnen Messwerte der Variablen, aus denen sich da dieses R dann hier zusammensetzt. Das heißt, Sie sehen im Wesentlichen, dass dieser relative Größtfehler eine Summe dieser relativen Fehler der einzelnen Messergebnisse ist, aber mit einer wichtigen Zusatzinformation, dass da quasi als Gewichtungsfaktoren die Exponenten stehen, mit denen diese jeweilige Variable in das Ergebnis eingeht. Also wenn die Variable quadratisch oder kubisch eingeht, dann hat sie ja auch mehr Einfluss auf das Endergebnis. Und wenn die Variable, die da mit einer höheren Potenz eingeht, eine entsprechende Unsicherheit hat, dann wird die natürlich stärker in das Endergebnis eingehen, wie eine, die nur linear eingeht, zum Beispiel in den Ausdruck. Also Sie sehen, was da hier steht, ist im Wesentlichen eine gewichtete Summe der relativen Fehler der Einzelmesswerte, gewichtet mit den Beträgen der Exponenten, mit denen die einzelnen Variablen in das Endergebnis eingehen. Also eine gewichtete Summe. Der prozentuelle Fehler des Endergebnisses ist schlicht und einfach, man kann das sogar nur in Worte fassen, die Summe der prozentuellen Fehler der einzelnen Größen, die man messen musste, um das Gesamtergebnis ausrechnen zu können, wobei aber die dann noch gewichtet werden mit den Beträgen der entsprechenden Exponenten da hier. Also wenn man sich das jetzt wieder für die Geschwindigkeit überlegt, die ist s hoch 1 mal t hoch minus 1, da ist der Betrag des Exponenten 1, da ist der Betrag des Exponenten wieder 1. Und das heißt, in dem Fall wird dann die Unsicherheit der Geschwindigkeit, die relative in Prozenten angegebene Unsicherheit, schlicht und einfach die Summe der prozentuellen Fehler der Geschwindigkeit, der Längenmessung und der Zeitmessung sein. Weil eben die beide da linear oder mit minus 1 eingehen. Aber wenn Sie eine Größe haben, wo da was quadratisch oder kubisch oder so eingeht, dann geht der entsprechende prozentuelle Fehler doppelt so stark oder dreimal so stark ein. Aber das ist ja verständlich bei der kinetischen Energie mv Quadrat halbe. Da kommt es halt besonders auf das V an. Wenn das ein bisschen unsicher ist, macht das mehr aus für das Endergebnis, weil das V eben quadratisch drinsteht. Und deswegen in dem Fall dann die Unsicherheit von V, die relative Unsicherheit, auch mit einem Vorfaktor 2 eingehen, doppelt so stark. Und da kommt man dann relativ schnell zu relativ großen Unsicherheiten. Da sieht man erst, wie unsicher das eigentlich ist, was man so macht. Man bemüht sich halt, so gut es geht, aber natürlich, wenn Sie so ein zusammengesetztes Ergebnis haben, dann haben Sie hier natürlich mit größeren Fehlern zu rechnen. Also bei linearen Zusammenhängen insbesondere addieren sich einfach nur die relativen Fehler der Einzelergebnisse. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Das möchte ich schon, dass Sie das merken. Das ist für die Praxis unerhört nützlich. Kann man sehr schnell einmal abschätzen, wo bin ich eigentlich? Wie genau sind wir da noch? Zahlt es das überhaupt noch aus? Oder muss ich irgendwas genauer machen, sonst verliere ich ja völlig mein Ergebnis? Denn wenn Sie einmal bei plus minus 60% angekommen sind, was haben Sie dann eigentlich noch? Manchmal genügt das auch noch, wenn es halt eine sehr schwierige experimentelle Situation ist, aber meistens hofft man doch, dass man es dann ein bisschen besser hinkriegt. Gut, also so viel zu diesem relativen Größtfehler. Also da ist der absolute Größtfehler, der relative Größtfehler ist natürlich immer das Sigma R durch R durchdividiert und für den Spezialfall des Potenzproduktes lässt sich das so aufschreiben, jetzt riegel ich das da ein, als gewichtete Summe
der relativen Fehler der einzelnen Größen, gewichtet mit den Beträgen der entsprechenden Exponenten, die da drinnen stehen in diesem Potenzprodukt. Gut. Aber damit wollen wir es noch nicht genügen lassen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, das ist also natürlich jetzt schon eine sehr unangenehme Abschätzung. Bei allem geht man davon aus, dass die Völler alle in ein und derselben Richtung gehen. Meistens passieren die Dinge immer so schlecht, wie es nur irgend geht. Aber wenn man also eine Statistik betreibt, kann man schon davon ausgehen, dass man also dann, dass die Natur gütiger zu einem ist und dass die Dinge sich also im Mittelwert auch ein bisschen gegenseitig kompensieren können. Und da hat also bereits zum zweiten Mal jetzt in dieser Vorlesung der große Gauss was Wichtiges beigetragen, nämlich das Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz. Wir können also, und herleiten werde ich das nicht, aber man kann, wenn man das genauer betrachtet, auch einen absoluten mittleren Fehler von R angeben. Von einem solchen Ergebnis R. Und das ist jetzt bitteschön nicht natürlich nur fürs Potenzprodukt, sondern das ist wieder allgemein. Der Spezialfall endet hier. Und jetzt geht es also allgemein weiter mit der Angabe des absoluten mittleren Fehlers von R. Das schreiben wir wieder Sigma R, aber schreiben ist gleich. Und nicht immer kleiner oder gleich. Sondern das ist ja jetzt wirklich die absolute mittlere Unsicherheit. Und da zeigt sich, Gauss hat das erstmals nachgewiesen, dass das so ein bisschen was wie der pythagoreische Lehrsatz ist. Also man hat da eine Wurzel aus einer Summe von Quadraten. Da haben wir dr nach dx zum Quadrat und nicht so wie da, wie wir es gehabt haben, den Absolutbetrag, dr nach dx zum Quadrat, mal und dann Sigma x Quadrat, plus dr nach dy zum Quadrat, mal Sigma y Quadrat, plus und so weiter. Wenn es also um so Beispiele ohne große Signifikanz geht, macht man es meistens lieber so, weil das schneller geht. Aber wenn es also was Ernsteres ist, also Messungen im Rahmen einer Diplomarbeit oder Dissertation oder was auch immer, Masterarbeit, da will man ja die Unsicherheit nicht so, das Ergebnis nicht so halbert wegschmeißen, indem man die Fehlerbereiche größer als nötig macht. Da wird man dann auf dieses Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz zurückgehen, muss natürlich ein bisschen mehr rechnen, weil das heute jetzt ein bisschen umständlicher ist als bei diesem absoluten Größtfehler. Rentiert sich aber. Man kriegt damit eine realistischere und weniger großzügige Abschätzung für den entsprechenden Fehler. Also so macht man es, wenn man es genauer machen möchte, wobei hier also eine teilweise Kompensation von Fehlern berücksichtigt ist. Und das geht also auf Gauss zurück. Den haben wir schon bei der Normalverteilung kennengelernt und jetzt also hier bei diesem Fehlerfortpflanzungsgesetz. Aber das ist jetzt nicht nur, dass ich Ihnen das da so hingeschrieben habe, sondern wir können das jetzt benutzen, um noch eine ganz wichtige Aussage daraus zu gewinnen. Nämlich, es ist ja eine Sache noch nicht bis jetzt besprochen worden. Da brauchten wir diese Fehlerfortpflanzung dazu, um das zu besprechen. Und zwar, wie ist es denn, wenn man jetzt eine gewisse Größe x zum Beispiel hat und wir messen die 10-mal und bilden den Mittelwert?
Wie groß ist denn jetzt eigentlich der Standardfehler oder die Standardstreuung dieses Mittelwertes? Dieser Mittelwert aus je mehr einzelnen Ergebnissen, Messergebnissen er sich zusammensetzt, müsste man ja rechnen, dass der immer genauer wird und immer weniger stark, also dann Streuungen aufweisen wird. Und um das sich anschauen zu können, ist es besonders praktisch, sich dieses gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetzes zu bedienen. Also wir machen ein wichtiges Beispiel, den arithmetischen Mittelwert. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, was hat der arithmetische Mittelwert mit einem zusammengesetzten Messergebnis zu tun? Wir reden ja nur von einer Größe. Aber für diese Überlegungen jetzt wollen wir davon ausgehen, dass diese Berechnung des arithmetischen Mittelwertes sich praktisch so darstellen lässt, als ob jeder einzelne dieser Messwerte selbst eben eine fehlerbehaftete Größe ist und diese Formel 1 durch n mal Summe über xi, das ist die Formel, mit Hilfe derer man aus diesen einzelnen Werten eben als zusammengesetztes Ergebnis den Mittelwert erhält. Das kann man natürlich auch machen und das werden wir jetzt so betrachten. Wir betrachten also den arithmetischen Mittelwert praktisch als ein zusammengesetztes Messergebnis. Das R, was da drüben steht, nehme ich halt jetzt x quer, weil es eben der Mittelwert ist. Ein spezielles zusammengesetztes Messergebnis. Und das ist also 1 durch n mal, n ist die Anzahl der Messwerte, die wir gehabt haben bei der jeweiligen Messung. Und da steht dann x1 plus x2 plus bis xn. Das ist also jetzt unser zusammengesetztes Messergebnis. Naja, und da ist es jetzt so, dass wir das Sigma von diesem x quer, was wir da als Sigma r bezeichnet haben, dieses Sigma von diesem x quer, das können wir uns jetzt nach Gauss sofort einfach ausrechnen. Na, da haben wir die Wurzel aus. Und was steht jetzt da drinnen? dr nach dx. Das ist in dem Fall jetzt dr nach, also was da x und y ist, ist da x1, x2, x3 bis xn. Ne? Also dr nach dx, in dem Fall dx quer nach dx1. Na, was ist das? Die sind alle konstant und fallen weg. Wenn man das x1 nach x1 differenziert, kommt 1 raus, es bleibt ein Faktor 1 durch n stehen. Das ist dieses dr nach dx, sprich dx quer nach dx1. Das muss man quadrieren und multiplizieren mit diesem Sigma von dem x1 auch zum Quadrat. Die Unsicherheit der ersten Größe x1. Dann geht es also ganz einfach dahin. Dasselbe für y, sprich x2, dieselbe Geschichte. Die sind alle konstant, dx2 nach dx2 ist 1 und wieder 1 durch n. Also 1 durch n zum Quadrat mal Sigma x2 zum Quadrat und so weiter bis zum Ende. Naja, und was kommt dabei also dann heraus? Da haben wir also Wurzel aus 1 durch n Quadrat, weil da mal 1 durch n Quadrat, da mal 1 durch n, überall, das kann man da herausheben, 1 durch n Quadrat mal, na, schreiben wir es noch einmal so auf, mal Sigma x1 Quadrat plus 1 durch n Quadrat mal Sigma x2 Quadrat und so weiter. Jetzt aber müssen wir uns ja überlegen, was hatten wir denn hier für eine Situation? Im Prinzip ist das ja immer wieder die gleiche Messgröße. Die wird daher auch die gleiche Standardabweichung haben. Das heißt, diese Sigma x1 und Sigma x2,
die werden ja alle das Gleiche sein. Also was wir da letzten Endes herauskriegen, ist die Wurzel aus 1 durch n Quadrat mal, und jetzt kommt da n mal, es sind ja n solche Variablen, n solche Terme, und in jedem steht ein solches Sigma x Quadrat drinnen. Daher steht da n mal Sigma x Quadrat. Das setzen wir also hier voraus. Können Sie sich eine Notiz dazu machen, wenn Sie wollen, dass diese Sigma x1 gleich Sigma x2 und so weiter alle gleich Sigma x sind und deren Quadrate sind daher alle gleich. Daher hat man da hier in der Klammer praktisch drin, schreiben wir es vielleicht so, n mal Sigma x Quadrat stehen. Nun, das kann man natürlich jetzt leicht ausrechnen, weil da haben Sie jetzt also stehen, das n geht durch das n Quadrat weg und es bleibt daher stehen, dass das Sigma x quer die Unsicherheit des Mittelwertes gleich sein wird. N durch n Quadrat ist 1 durch n. Die Wurzel haben wir also 1 durch Wurzel aus n mal die Wurzel aus Sigma x Quadrat. Das ist einfach Sigma x. Und daraus erkennen Sie jetzt, dass die Unsicherheit des Mittelwertes geringer ist im Allgemeinen als die Unsicherheit der Einzelwerte um den Faktor 1 durch Wurzel n. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn Sie also eine Messgröße haben, x, eine Länge, meinetwegen, und Sie messen die 10 mal, dann wird sich aufgrund dessen, nach dem, was wir schon letzte Woche Donnerstag besprochen haben, daraus ein Mittelwert und eine Standardabweichung ergeben. Und dieses Sigma x quer gibt jetzt an, wie stark ist die Schwankung des Mittelwertes. Jetzt werden Sie sagen, was heißt, der schwankt ja nicht, es gibt ja nur an. Aber Sie könnten ja noch einmal 10 Messwerte machen und davon wieder einen Mittelwert. Der wird dann wieder nicht genau gleich sein. Und wieder 10 Messungen machen und davon einen Mittelwert, der wird ein bisschen schwanken. Aber die Schwankung dieser Mittelwerte wird jetzt geringer sein als die Schwankung der Einzelwerte. Aber leider nur, weil sich das da nicht anders ausgeht, um 1 durch Wurzel aus n. Wenn man also durch eine entsprechende Erhöhung der Anzahl der Messwerte die Schwankungen des Mittelwertes drücken möchte, zum Beispiel 10-mal so wenig soll es werden, Sie wollen es doch deutlich besser haben, dann genügt nicht, wenn Sie 10-mal so viel Messungen machen, Sie müssen 100-mal so viel Messungen machen, weil da steht 1 durch Wurzel aus n. Dann brauchen Sie also 100-mal so viel Messungen, um den Fehler, den statistischen Fehler des Mittelwertes auf ein Zehntel zu drücken. Fehler des Mittelwertes. In vielen Fällen ist das die wichtige Größe, die Sie interessiert. Denn Sie wollen ja irgendeine Größe letztlich ermitteln. Und was Sie ermitteln, ist der Mittelwert. Und wie stark der jetzt schwankt, wie unsicher der ist, das richtet sich eben nach dieser Formel. Und jetzt, um das also entsprechend noch klarzustellen, möchte ich Ihnen jetzt noch einmal deutlich machen, was die verschiedenen Bedeutungen von Sigma x und Sigma x quer sind. Das Sigma x, wie schon vergangenen Donnerstag besprochen, das ist also ein Maß für die Streuung der Einzelmessungen. Also wenn Sie zum Beispiel 10 Messungen machen, wir haben ja geschaut, wie das ist mit diesen Histogrammen, dann wird das eine entsprechende Verteilung sein. Und die Breite dieser Verteilung wird beschrieben durch dieses Sigma x. Wenn Sie jetzt 100-mal so viele Messungen machen, ändert das nichts an der Breite dieser Verteilung. Jede Einzelmessung bleibt so unsicher, wie sie bisher alle waren. Es wird zwar die Verteilung schöner werden, weil das alles, was so an Schwankungen ist, dass das so herumhupft, so wie bei dem Galtonbrett, nicht? Immer glatter wird, aber es bleibt dabei, es bleibt die gleiche Breite.
Wenn Sie das Galtonbrett sich vorstellen, dass man da noch 10-mal so viele Kugeln reingeschüttet hätte und man hätte genug Platz gehabt da unten mit diesen Kanälen da, mit diesen Fächern, nicht, den Größenintervallen, na dann wäre die weiterhin so geblieben, zwar höher, aber mit der gleichen Breite letzten Endes. Daran ändert sich nichts. Das Sigma X ist ein Maß für die statistische Schwankung der Einzelmesswerte. Und dann können Sie es noch so viel messen, die bleibt, was es ist. Sie müssten Ihre ganze Messmethode ändern, um möglicherweise diese Schwankung zu drücken. Aber wenn Sie sich jetzt aus Ihren Messungen eben einen Mittelwert ausrechnen, dann wird der immer sicherer, je mehr Messungen Sie gemacht haben. Und dieses Sigma x quer gleich dem Sigma x durch Wurzel aus n gibt Ihnen jetzt an, wie viel sicherer wird das Ergebnis, also wie viel sicherer wird dieser Mittelwert, wie viel weniger ist die Streuung, wenn Sie aus mehr Messungen dann einen solchen Mittelwert bilden. Das wäre ja schrecklich, irgendwo muss das sich orientieren, wenn man mehr Messungen macht. Also bei der Streuung, bei der Unsicherheit des Mittelwertes rentiert es sich. Aber die Unsicherheit, die statistische Unsicherheit der Einzelmessung bleibt. Der Messung ist wurscht, ob es nachher noch 100 machen oder nicht. Die läuft so ab, wie sie abläuft. So wie das einzelne Kugel, was also eben durch dieses geniale Galtonbrett da herunterkommt, dem ist wurscht, ob es 100 noch nachher 1000 Kugeln weiterschicken. Das eine Kugel fliegt, wie es fliegt, und dementsprechend ist die Breite vorgegeben. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Durch Vergrößerung der Anzahl der Messwerte werden Sie im Allgemeinen das Sigma X kaum ändern. Sehr wohl aber das Sigma x quer, weil diese Wurzel aus n da noch dazukommt. Gibt es da Fragen dazu? Ist das verständlich? Es wäre mir schon wichtig, dass Sie das gut verstanden haben. Das ist sehr fundamental für jede Art von Messung. Gut, sehr fein. Also, dann möchte ich jetzt nur noch erwähnen, und dann ist Schluss mit diesen Fehlern und mit der Unsicherheit, wie man das also grafisch darstellen kann, oder auch in Zahlen darstellen kann. Was man da oft verwendet, wenn man eine Abhängigkeit von zwei Größen betrachtet, dass man diese Abhängigkeit halt dann in Form eines Diagrammes darstellt. Und bei dem Diagramm, wo da irgendein Messergebnis R dargestellt ist, als Funktion von irgendeiner Variablen, meinetwegen der Temperatur T, und da kriegen Sie dann da bei verschiedenen Temperaturen so Messergebnisse. Da tragen Sie dann den statistischen Fehler des jeweiligen Mittelwertes als Fehlerbalken hier auf. Bei einer anderen Temperatur kann das ein anderer Fehlerbalken sein. Da wieder ein kleinerer Fehlerbalken vielleicht. Also das ist dann so ein typisches Ergebnis. Und wenn Sie dann da als theoretische Abhängigkeit vielleicht sowas kriegen, eine Gerade vielleicht sogar, dann ist das konsistent. Weil solange es innerhalb der statistischen Unsicherheit der Mittelwerte ist, kann man nicht sagen, das schaut zwar aus, als ob die drüber oder drunter sind, aber es ist in der statistischen Unsicherheit. Wenn Sie die Messungen nochmal machen, kann das durchaus auch da ganz woanders liegen. Aber wenn natürlich die Theorie dann so ausschaut, dann ist es da natürlich schon schlecht für die Theorie oder auch für die Messung, je nachdem, wer den Blödsinn gemacht hat. Nicht? Aber jedenfalls, irgendwo muss es dann eine Begründung geben und da muss man dann drüber nachdenken, woher das kommt. Daher also die Angabe der Fehler sehr wichtig, entweder in der Form von Fehlerbalken oder Sie geben das Ergebnis halt an, als R plus oder minus diesem Sigma R. Und zwar eben angegeben in der jeweiligen Einheit. Dann haben Sie also das Ergebnis plus oder minus seine Unsicherheit, so wie wir es dort mit dem arithmetischen Mittelwert hingeschrieben haben. Und das gibt dann eben numerisch gesehen die Unsicherheit des Ergebnisses an.
Oder natürlich, man kann den relativen Fehler aufschreiben. In vielen Fällen, wenn es um Präzisionsmessungen geht, wird man das in der Form aufschreiben. Und natürlich, wenn Sie dann, letzte Bemerkung, wenn Sie das dann, Ihre Ergebnisse für mehrere Situationen und mehrere Bedingungen dann tabellarisch aufschreiben wollen, machen Sie möglichst nicht den Anfängerfehler, dass Sie mit Ihrem Taschenrechner oder mit einem Computer heute Ihre Ergebnisse, diese Resultate R ausrechnen auf 10 Dezimalen. Schauen Sie nach, wie groß ist denn die Streuung. Und dann geben Sie vielleicht noch eine Dezimale mehr ein. Aber das, ansonsten ist ja das extrem unprofessionell. Wenn Sie eine Größe, die Sie nur auf 10% genau wissen, dann mit 8 Dezimalen hinterm Komma aufschreiben oder so irgendwas. Das ist also völlig sinnlos. Die sind nichts wert, diese Dezimalen. Man muss einfach dann selbstkritisch sehen, bis wohin hat man signifikante Stellen. Und was signifikant ist, liegt an der Größe dieses Streubereiches. Und wenn das dann schon viel weniger Stellen sind, die viel weniger Größe entspricht, die lässt man natürlich weg, weil die bringen nichts. Wichtige Sache. Und allerletzte schulmeisterliche Anmerkung: Geben Sie bei einem Messresultat immer und meist, also wenn es irgendwie möglich ist, den Fehlerbereich an. Also erstens habe ich Ihnen schon mal so etwas Schulmeisterliches gesagt, geben Sie keine Größe ohne Einheit an. Jetzt kommt noch dazu, geben Sie kein Messergebnis ohne Fehler an. Dann erst ist es wirklich ein konkretes und auch professionelles Messergebnis. Aber damit sollte es eigentlich mit der Unsicherheit der Messungen genug sein. Nicht, dass das jetzt schon alles wäre, was es gibt. Aber es ist immerhin schon etwas, wo man so in erster Näherung ein bisschen was anfangen kann damit. Wenn sonst keine Bemerkungen sind und Sie eh schon froh sind, wann das jetzt endlich vorbei ist mit den Fehlern und mit der Statistik, dann gehen wir also jetzt zum nächsten Teil dieser Vorlesung über, nämlich zur Mechanik. Das habe ich hier als Kapitel Römisch 2 für diese Vorlesung da bezeichnet. Die Mechanik. In der Mechanik werden wir uns also schrittweise der Beschreibung von Bewegungen von Systemen zuwenden. Zunächst einmal werden wir diese Beschreibung nur ohne Frage nach der Ursache diese Bewegungen stellen, aber in weiterer Folge interessiert uns dann natürlich auch zu wissen, wodurch es bewirkt wird, dass gewisse Körper sich halt so bewegen, wie sie sich bewegen. Aber schrittweise wollen wir zunächst einmal diesen kausalen Aspekt beiseite lassen und beschäftigen uns zunächst mit dem einfachsten, was man hier überhaupt betrachten kann, nämlich die Bewegung von Massenpunkten oder Teilchen. Was das ist, haben wir schon in der Einleitung bei dem Teilchenmodell besprochen. Also Systeme, wo es auf die innere Struktur nicht ankommt, meistens kleine Systeme, gern stellt man sich da so Kugeln vor, die so herumfliegen irgendwie, nicht? Oder kleine Körper, aber auch die Erde ist ein Kugel, wenn man von weit genug schaut, nicht? Und auch Sonne und Erde sind also dann zwei Kugeln. Also man kann mit Hilfe dieser Massenpunktmechanik sehr viele wichtige Dinge beschreiben. Und das werden wir also jetzt zunächst einmal machen. Und so sprechen wir zunächst einmal über die Kinematik von Massenpunkten. Kinematik bedeutet, dass wir es jetzt zu tun haben mit der Beschreibung der Bewegung dieser Massenpunkte oder Teilchen. Das ist, kann man so oder so, Massenpunkt oder Teilchen ist dasselbe. Also nur mit der Bewegung, aber nicht
fragen wir uns jetzt noch nach deren Ursache. Die Frage nach der Ursache für Bewegungen und Bewegungsänderungen führt dann zum Kraftbegriff. Und das betrifft dann bereits den wichtigen weiteren mechanischen Aspekt neben der Kinematik, nämlich die Dynamik. Die Dynamik ist dann die Lehre von Kräften und wie sie sich also auswirken auf die Bewegungen. Jetzt schauen wir das Ganze mal nur so an, bewegt sich was und fragen nicht groß, wieso, es bewegt sich halt. Und wir wollen diese Bewegung beschreiben. Das ist aber auch schon sehr wichtig, wie Sie sehen werden. Diese Beschreibung ist ganz wichtig. Und um das beschreiben zu können, diese Kinematik von Massenpunkten, betrachten wir also Bezugssysteme. Bezugssysteme sind also was ganz Wichtiges. Und so ein Bezugssystem, natürlich in dem uns zur Verfügung stehenden dreidimensionalen Raum unserer Anschauung, um den es ja geht in der Mechanik, die haben also drei Raumkoordinaten. Und natürlich auch eine Zeitkoordinate. Das zusammen macht das ganze Bezugssystem aus. Und es bietet sich eigentlich da eigentlich sofort an, dass man daher diese Vorgänge in einem vierdimensionalen System betrachtet. Aber alle Erfahrung hat über lange Zeit gezeigt, erst vor circa 100 Jahren ist es anders geworden, dass es ausreicht im Rahmen der klassischen Physik, wenn man keine zu großen Energien und Geschwindigkeiten zulässt, davon auszugehen, dass die Zeit eine Sonderrolle hat. Und zwar, man sieht sie als absolut an. Sie verfließt überall und man macht sich sonst keine Gedanken über sie. Im Rahmen der klassischen Mechanik ist das eine sehr gute Näherung. Bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit, und man kann ja einen Massenpunkt auch nicht verbieten, in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, wenn man ihn entsprechend beschleunigt. Und das kann man heutzutage. Dann stellt sich heraus, dass die Physik nicht nur ein bisschen anders wird, sondern total anders wird. Und darüber werden wir im Sommersemester anschließend an die Elektrodynamik ein wenig sprechen. Das verschieben wir aber jetzt. Aus jetziger Sicht betrachten wir so brave Systeme, die nicht zu schnell sind, die übersichtlich sind, wie wir sie heute aus unserer Alltagswelt kennen. Man kann daraus schon viel lernen und sie bieten dann den Ausgangspunkt zu wichtigen Verallgemeinerungen. Aber da muss man zunächst einmal den Ursprung und die Basis erhalten, auf der man zunächst steht, um dann schrittweise eben Verallgemeinerungen durchführen zu können in Richtung Relativitätsmechanik oder dann auch, wenn es um sehr kleine Systeme geht, Quantenmechanik. Das bleibt aber jetzt noch außerhalb unserer Betrachtung. Und dass das also dem Newton seinerzeit schon irgendwie ungeheuer war, kann man daraus entnehmen, dass er also in seinen Principia irgendwo auf Lateinisch, und dann hat man es halt übersetzt ins Deutsche, geschrieben hat, die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Also da ist viel schlechtes Gewissen drin in dem Satz. Aber damit ist also irgendwie festgelegt, über die Zeit denkt man immer nach, alle haben Uhren und wenn die auf die Uhren schauen, sehen alle die gleiche Zeit und wenn es nicht stimmt hat, ist die Uhr falsch gegangen. Das ist also die Grundlage für diese Art der Denkweise. Aus heutiger Sicht ist man davon abgerückt. Ich habe Ihnen das eh schon mal gesagt bei der Zeitmessung. Man sieht das viel pragmatischer. Die Zeit ist eine physikalische Größe, die mit Uhren gemessen wird. Punkt. Na, und da kann man sich dann, wenn diese ganze Absolutheit und dieses Pipapo einmal wegfällt, kann man sich dann wesentlich leichter vorstellen, dass es ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass jeder immer die gleiche Zeit misst. Und wie es schon so ist, es zeigt sich, dass eben, wenn man nur schnell genug unterwegs ist, das dann auch überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ganz andere Zeiten werden gemessen. Jeder misst seine Zeit.
Wo steht denn geschrieben, dass es immer die gleiche sein muss? Natürlich, wenn was absolut wahr und mathematisch ist und verfließt und so weiter, dann kann man sich das nicht vorstellen. Aber so ist es eben nicht, wie sich zeigt. Aber für uns jetzt gehen wir einmal davon aus, dass diese Zeit eine absolute Zeit ist. In dem Sinn, dass es eine absolute Gleichzeitigkeit gibt. In allen unseren Systemen. Wenn ich sie da oben oder sie dort und irgendwie frage, wie spät es ist, besser bis auf das, dass die Uhr nicht so ganz genau vielleicht sein kann, aber es ist jedem klar, das ist dieselbe Zeit. Und wir hören dann auf und die Uhr da oben, das passt für uns alle. Aber wenn also dann man Systeme hat, die also eben außerhalb des Gültigkeitsbereichs dieser klassischen Mechanik, stimmt das schlichtweg nicht mehr. Und das wollte ich Ihnen jetzt einmal gleich am Anfang klar vor Augen führen, dass das eine wichtige Voraussetzung ist. Also was für uns jetzt wichtig sein ist ja vor allem dann diese drei Raumkoordinaten, die werden wir meistens als kartesische Koordinaten einführen. Also das ist entweder x, y, z oder in anderen Zusammenhängen schreiben wir auch x1, x2, x3. Dreidimensional erhebt sich natürlich die ganz tiefe Frage, wieso gerade drei Dimensionen? So genau weiß das niemand. Da gibt es sehr viele Spekulationen, dass sehr knapp hinter dem Urknall es noch viel mehr Dimensionen gegeben hat und das hat sich dann durch irgendwelche Vorgänge so zusammengefaltet, dass dann nur drei übergeblieben sind. Ich glaube, wir können es damit bewenden lassen, das ist ein experimentelles Faktum. Wir leben in einer dreidimensionalen räumlichen Welt. Und dazu gibt es also eine Zeit. Oh, da habe ich jetzt wohl vom Zaun gebrochen. Aber das mit den Koordinaten im dreidimensionalen Raum ist ja nur von unserer Wahrnehmung so. Ich meine, es gibt ja viel mehr um uns herum, aber wir sehen es halt nicht, oder? Also die Bemerkung ist, das ist ja aufgrund unserer Wahrnehmung. Und es gibt viel anderes noch, was vielleicht dann anders wäre. Aber das ist es ja, was ich eigentlich gemeint habe. Das ist ein experimentelles Faktum, dass die Wahrnehmung ist ja das experimentelle Faktum, was wir durch unsere Wahrnehmungen, durch unsere Experimente beobachten, ist halt im Rahmen der klassischen Physik ein dreidimensionaler Raum. Und das entspricht daher auch unserer Vorstellungskraft. Aber natürlich, das sage ich ja, es ist durchaus nicht gesagt, dass es auch noch zusätzliche andere Aspekte geben kann, die zu berücksichtigen wären. Und es ist auch nicht gesagt, dass das immer schon so war. Aber jedenfalls unsere experimentelle Beobachtung weist darauf hin, dass wir in einer räumlich dreidimensionalen Welt leben. Ich glaube, darüber können wir uns auch einigen. Ohne, dass es das ausschließlich ist, dass nichts anderes möglich wäre oder es nicht vielleicht doch noch was anderes gibt, was wir noch nicht sehen. Das ist immer so. Das macht unsere Wissenschaft ja so spannend. Wir können immer nur das gerade besprechen, was wir gerade jetzt wissen. Und dann kommt jemand mit einer anderen, sehr interessanten, neuen Beobachtung und auf einmal muss man das alles erweitern. Der letzte wirklich große Schlag in der Richtung war die Quantenmechanik, wo also tatsächlich ein totaler Umbruch erfolgt ist. Und das ist einfach aufgrund von Beobachtungen passiert, auf die man sich halt dann einstellen musste. Und das ist auch hier möglich, aber jetzt aufgrund der gegenwärtigen des Wissensstandes kann man mit gutem Grund davon ausgehen, dass man klassische Mechanik in drei Raumkoordinaten beschreiben kann. Können wir uns einigen? Okay, gut. Also soweit dazu. Und jetzt zur Beschreibung. Das Erste, was man bei so einem Massenpunkt wissen möchte, ist, wie bewegt er sich im Raum? Was für eine Bahnkurve verfolgt er? Die zeitabhängige Position im Raum. Naja, ganz einfach. Das ist im Wesentlichen eine Parameterdarstellung. Man geht davon aus, irgendwo gibt es einen Ursprung. Das ist eben der Nullpunkt dieses Bezugssystems. Und einen gewissen Punkt, wo sich dieses Teilchen gerade befindet, den beschreiben wir mit Hilfe des Ortsvektors,
der weist vom Ursprung zu dem jeweiligen Punkt hin, wo sich also dieses Teilchen befindet. Dieser Ortsvektor hat die Koordinaten x, y, z oder x1, x2, x3. Das sind die Komponenten des Ortsvektors und damit gleichzeitig die Koordinaten des Punktes, wo dieses Teilchen gerade ist. Und wenn sich das jetzt längs einer Bahnkurve bewegt, dann wird dieser Ortsvektor zu verschiedenen Zeiten verschiedene Werte annehmen. Das ist zu einer Zeit t1 und das ist zu einer anderen Zeit t2. Und da bewegt sich dann dieser Massenpunkt längs einer solchen Kurve und dieses r von t, das ist eben dann die Beschreibung dieser Bahnkurve. R von t kann also gegeben werden in kartesischen Koordinaten als x von t, y von t und z von t. Und das ist der zeitabhängige Ortsvektor. Und das ist so selbstverständlich, dass sich jeder denkt, das ist ja klar und muss immer so sein. Ja, im Rahmen der klassischen Mechanik. Nein, im Rahmen der Quantenmechanik. Dort nämlich zeigt sich, dass aufgrund der am Anfang schon einmal so ein bisschen erwähnten Unschärferelation man niemals Ort und Impuls und daher auch Geschwindigkeit gleichzeitig beliebig genau wissen kann. Und damit verschwindet die Bahnkurve. Es gibt gar keine Bahnkurve im Bereich der Quantenmechanik, wenn die Teilchen zu klein werden. Aber den Bereich scheiden wir hier jetzt auch aus. Das war zwar dem Galilei noch nicht klar, aber seit Planck wissen wir, dass also da die klassische Mechanik nach verschiedenen Seiten hin begrenzt ist in ihrer Gültigkeit. Der Gültigkeitsbereich der jeweiligen Theorie ist wichtig. Aber andererseits, sie hat trotzdem wichtige Anwendungen. Man könnte natürlich alles und jedes mit der jeweils umfassendsten Theorie beschreiben. Aber in vielen Fällen hieße das mit Kanonen auf Spatzen schießen. Weil in vielen Bereichen reicht die klassische Mechanik hundertprozentig aus und die Unsicherheiten oder Fehler aufgrund relativistischer oder quantenmechanischer Effekte sind vernachlässigbar und dann ist die klassische Mechanik die gegebene Theorie für das jeweilige Anwendungsproblem. Also daher ist das jetzt nicht ein alter Topfen, den ich Ihnen da hier vorstelle, sondern eine Theorie, die klassische Mechanik eben, die man für eine Vielzahl wichtiger Anwendungsfälle mit Erfolg einsetzt. Und nur wenn man an ihre Gültigkeitsgrenzen geht natürlich, dann muss man aufpassen. Bitte schön. Warum bezeichnet man das dann immer noch als Theorie? Die Frage ist, warum man das immer noch als Theorie bezeichnet. Wenn eine Theorie so lang als gültig angesehen werden kann, solange sie im Rahmen der vorgegebenen Gültigkeitsgrenzen mit genügender Genauigkeit gültig ist. Und nur außerhalb ihrer Gültigkeitsgrenzen muss sie also entweder durch eine andere oder durch eine erweiterte Theorie ersetzt werden. Aber solange man innerhalb eines gewissen Bereiches keinen Anhaltspunkt hat, davon abzuweichen, bleibt das eine Theorie. Theorie heißt nicht umfassendst mögliche Theorie, sondern Theorie ist eine formale Beschreibung von physikalischen Systemen im Rahmen bestimmter Gültigkeitsgrenzen. Also Theo, das geht an Gott, nicht göttlich. Aber so göttlich sind die Theorien nicht. Die sind beschränkt auf ihren Gültigkeitsbereich. Aber im Rahmen dessen ist das nach wie vor ein gültiges Konzept. Ja? Okay. Theorie ist ja was Wichtiges. Theorie ist wohl zu unterscheiden von einer Hypothese. Das ist nicht so was Versuchsweises, sondern das ist was gut Fundiertes, das noch nicht widerlegt werden konnte. Im Rahmen der Gültigkeitsgrenzen. Und die Gültigkeitsgrenzen, die werden oft erst im Laufe der Zeit sichtbar, wenn die Beobachtungsmöglichkeiten es erlauben. Der Galilei hat ja noch nicht die Beschleunigungsanlagen zur Verfügung gehabt, um Teilchen mit 9 Zehntel Lichtgeschwindigkeit zu betrachten und auch nicht die Möglichkeiten gehabt, die
Atomhülle eines Atoms zu untersuchen, um dann zu sehen, dort sind die Energien dann quantenhaft. Daher wusste er natürlich noch nicht, wo die Gültigkeitsgrenzen sind. Und das ist eine der wichtigen Aufgaben experimenteller Forschung, bei verschiedenen theoretischen Konzepten, also Theorien, durch Untersuchungen, durch experimentelle Untersuchungen festzustellen, wo wird es hakelig, wo stimmt es dann nicht mehr so gut und was kann man dann tun? Okay, also ich muss eine Lanze brechen für den Begriff der Theorie. Das ist nach wie vor ein ganz wesentlicher Stützpfeiler der Physik. Nur eben mitsamt ihren Gültigkeitsgrenzen. Also jetzt haben wir da mal den Ortsvektor besprochen und im Rahmen der klassischen Mechanik auch gesagt, wir haben hier eine Bahnkurve. Also das ist die Bahnkurve. Wir wollen diese Bewegung noch etwas anders zusätzlich beschreiben. Das tun wir zunächst durch Definition der Geschwindigkeit. Na, jetzt werden Sie alle sagen, ich weiß doch, was die Geschwindigkeit ist. Das ist der Weg pro Zeiteinheit. Aber jetzt wollen wir das natürlich auch alles vektoriell machen. Und da geht es also darum, dass wir die vektoriell gesehene und beschriebene Positionsänderung pro Zeiteinheit betrachten. Und erinnern Sie sich, wenn es heißt pro Zeiteinheit, da muss man durch die Zeit durchdividieren. Wegen dieser Schlussrechnung. Das haben wir ja schon ganz am Anfang einmal besprochen gehabt. Also der Geschwindigkeitsvektor V, der wird jetzt definiert sein als die Position pro Zeiteinheit, die Positionsänderung pro Zeiteinheit. Also wenn wir da zum Beispiel jetzt hier irgendeine Bahnkurve wieder hernehmen, ich zeichne immer so etwas S-förmiges auf, damit es halt irgendeine Bahnkurve ist und nichts Besonderes Bestimmtes. Und wir betrachten jetzt einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Ursprung aus diesen Ortsvektor R-Pfeil, dann ist das R-Pfeil zu einer bestimmten Zeit t. Und jetzt betrachten wir ein kurzes Zeitintervall. Was kurz ist, werden wir gleich drüber sprechen. Ein kurzes Zeitintervall Delta t, nachdem sich dieser Punkt, der zunächst da ist, da herüber verschoben hat. Das ist daher R von t plus dieses kurze Zeitintervall Delta t. Und daher ergibt sich hier jetzt diese Positionsverschiebung und das nennen wir also jetzt Delta R-Pfeil. Und dieses V-Pfeil definieren wir als Delta R-Pfeil durch Delta t. Und zwar kann man dieses Delta R-Pfeil also ausrechnen. Und wie wird das V-Pfeil dann liegen, wenn ich das also da gleich rot einzeichne? Wenn sich so ein kleines Delta R-Pfeil durch das kleine Delta t durchdividiert, dann wird vielleicht so der Vektor V-Pfeil gleich Delta R durch Delta t hier so liegen. Also ein Tangentenvektor an die Bahnkurve. Dieses Delta R lässt sich ausrechnen als R von t plus Delta t minus R von t und das Ganze durch Delta t dividiert. R von t plus Delta t minus R von t ist gerade dieses Delta R. Und da können Sie jetzt natürlich fragen, was ist jetzt das richtige Delta t? Wann ist es klein genug? So wie es hier steht, ist es nicht zufriedenstellend. Zufriedenstellend ist es dann, und deswegen schreibe ich jetzt ungefähr, wenn man hier noch den Limes Delta t gegen 0 betrachtet. V-Pfeil ist also der Limes Delta t gegen 0 von diesem Delta R-Pfeil durch Delta t. Das ist die Definition der Geschwindigkeit. Und das ist der Grund, warum die
Differential- und Integralrechnung überhaupt ursprünglich eingeführt wurde, unabhängig von Newton und Leibniz. Dann Newton hat es eben über die Geschwindigkeitsdefinition, damit man eine Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt definieren kann. Als Limes von immer kleiner werdenden Zeitintervallen. Na, die Einheit der Geschwindigkeit ist daher natürlich Meter pro Sekunde, weil da oben steht was in Metern und da unten in Sekunden. Also das ist die Einheit der Geschwindigkeit. V-Pfeil ist, wie gesagt, der Tangentenvektor an die Bahnkurve und der Betrag von V-Pfeil. Das ist also jetzt nichts anderes als der zurückgelegte Weg pro Zeiteinheit. Zurückgelegter Weg pro Zeiteinheit. Dafür haben wir im Deutschen keinen guten Ausdruck. Im Englischen nennt man das Speed. Velocity, das ist der Vektor mit einer Richtung und einer Länge. Speed ist einfach nur der zurückgelegte Weg pro Zeiteinheit. Das ist dann eben der Betrag dieses Geschwindigkeitsvektors. Naja, und was wir jetzt auch noch dazu betrachten können, in einer völlig ähnlichen Weise neben der Geschwindigkeit, ist die Beschleunigung. Und die Beschleunigung ist jetzt was ganz Analoges. Jetzt schauen wir uns an, wie sich die Geschwindigkeit pro Zeiteinheit ändert. Da haben wir angeschaut, wie sich der Ortsvektor pro Zeiteinheit ändert. Jetzt schauen wir nach, wie sich die Geschwindigkeit ändert pro Zeiteinheit. Dieses A-Pfeil, das ist die Beschleunigung, Geschwindigkeit ist V-Pfeil, Beschleunigung ist A-Pfeil von Acceleration, Acceleratio, ist also jetzt wiedergegeben entsprechend dem als den Limes Delta T gegen 0. Und daher kommt jetzt hier was ganz Analoges. Delta V durch Delta T oder Limes Delta T gegen 0 von V-Pfeil von T plus Delta T minus V-Pfeil von T durch Delta T. Na, und das ist jetzt in beiden Fällen natürlich zu sehen. Durch diesen Limes ist das ja konkret ein Differentialquotient. Also das entspricht hier einem dr-Pfeil nach dt. Das sollte ich vielleicht da noch dazu schreiben, ist gleich dr-Pfeil nach dt. Und da haben wir also die Einheit in Meter pro Sekunde. Entsprechend erhalten wir hier, dass das A-Pfeil gegeben ist als dv-Pfeil nach dt oder d2r-Pfeil nach dt Quadrat, wenn man das hier einsetzt. Und generell zeigt sich, dass nun die Beschleunigung nicht mehr tangentiell an die Bahnkurve liegen wird. Also A-Pfeil nicht notwendigerweise tangentiell an Bahnkurve. Und daher unterscheidet man zwischen einem tangentiellen Teil der Beschleunigung, das ist die Komponente des Beschleunigungsvektors, die tangentiell zur Bewegungsrichtung ist. Das ist also dann das A-Pfeil T, die Tangentialbeschleunigung und dann gibt es entsprechend ein A-Pfeil N, die Normalbeschleunigung. Und wenn Sie also da, das zeichne ich Ihnen noch auf,
jetzt irgendeine Bahnkurve betrachten und da bewegt sich also der Massenpunkt in dieser Weise, die Geschwindigkeit ändert sich hier, während der sich weiter bewegt und man sieht, wie sich das dann ändert, dann ergibt sich so der entsprechende Beschleunigungsvektor. Und der hat also, jetzt habe ich ihm gerade so eingezeichnet, dass er senkrecht auf die Bahnkurve steht, der hat im Allgemeinen, das ist halt eine kleine Komponente in Richtung und eine zweite Komponente quer zur Richtung, ein A tangential und ein A normal. Und das Ganze ist der Beschleunigungsvektor. Und über diese Komponenten und wie die also sich dann für verschiedene Bewegungsformen ausrechnen lassen, werden wir morgen sprechen. Wir werden also insbesondere dann sprechen über unbeschleunigte Bewegungen und gleichförmig beschleunigte Bewegungen. Und dazu gibt es dann auch wieder Experimente. Danke.